Hallo, heute ist das neue Dreamset erschienen. Das zweite kostet 4,99 Euro noch und da haben wir Cooper bei in seinen, ja, Ironman-Anzug oder sowas in der Art. Und den packe ich heute bitte raus. Viel Spaß bei dem Video. Am Ende gucken wir dann auch nochmal, welche Figur nächstes Mal dran ist. Die kommen ja alle 2 Monate, die Hefte. Das waren schon mal 2 Figuren aus den Sets. Die gab es jetzt im Set. Ich glaube, dieses Hintergerödel, das gab es ja jetzt beim Set nicht bei. Muss ich überlegen, beim Krokodil, glaube ich. Der beide. So, der Kopf haut schon wieder ab. Wollen wir mal gucken. Haben wir ja gekauft. Ob da nicht wieder irgendwas fehlt. Und der hat so einen Gürtel noch. So, muss ich mal gucken. Tasche noch vorne. Das ist schon bedruckt. Das. Jo, finde ich eigentlich nicht schlecht, diese Figur. So, hat er noch irgendwas? Da muss er noch irgendwas um den Hals haben. Ach, dieses durchsichtige. So. Das Gesicht ist auch ganz süß. Weiß nicht, ob der da schläft. So, dann hat er noch so ein Helmchen. Ist ein geschlossener, nicht keiner zum Aufklappen. Schade, aber ist auch nicht schlecht. Vielleicht stellen wir den zu den Ironmänner. So, ja, ich glaube, dieses Kleinkram, da gucke ich mal lieber die Bauanleitung, die dabei ist. Ups, da hat der Cooper sich gerade verabschiedet. So. Ein süßer Comic, ist auch schön bunt gezeichnet, also nicht ganz süß, ein bisschen Werbung. Aber auch riesen Zeichnung. Ob das bei den anderen auch so war. Und Poster. Ein Teil. Ah, das finde ich ganz süß. Da sind alle drauf. Die Eule soll ja auch nächstes Jahr kommen. Da bin ich mal gespannt. Die hätte ich gerne. Hier dann Rest von dem anderen Poster. Werbung von Ninjago. Rätsel. Gab es noch keine Bauanleitung? Da sind schon was. Ne, das ist die letzte Seite. Habe ich das übersehen oder soll man sich das selber so zusammenbauen? Hä? Hey? Ach, hier gut und böse. Comic. Ich habe merkwürdig. Ja, dann müssen wir das selber dann zusammenrödeln. Ja, gut. Ne, dann muss ich mal selber gucken. Da kommen bestimmt die Teile da so dran. Ja, ich baue mir sonst das, wie ich das für gut finde. So, das hier so drauf. Ach, das ist auch ein Teil. Das ist ja mal interessant. Aber das muss... Ne, das muss nach vorne zeigen. So, und da kommt einmal hier, ach, jetzt habe ich natürlich falsch rum, so, auf die Seite kriegt er das ja, kommt der Greifarm hin. Ach, das ist ja doch ganz einfach, ich dachte, da wären so viele Teile jetzt. So, kann man wohl doch zusammenbauen. Coole Figur, kann man sich kaufen, braucht man das Set nicht kaufen. Das Krokodil ist auch nicht schlecht als Auto, also, nur der Preis ist halt zu teuer, das ist das Problem. Dann kann man sich besser diese Hefte kaufen mit den Figuren. So, jetzt gucken wir, welche Figur nächstes Mal dabei ist. Da. Albtraumkönig, der ist cool. Kommt am 12. Januar. Ist auch alles bei. Der hat auch diesen Gummi-Plastik-Gedünse dahinter. Krone ist, das ist ja ein Teil. 2 Gesichter, der ist echt cool. Den werde ich mir garantiert holen. Werde ich auch ein Video machen. Den finde ich echt genial. Weil der ist, glaube ich, nur bei diesem Schiff dabei. Das wird momentan günstiger. Vielleicht hole ich mir das auch. Weil ich finde den Hai ja so cool. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff hier so... Ja, da ist das Schiff. Ich glaube, da bei dem Set war das bei... Gut, den werde ich nächstes Mal auch holen. Ich kann dieses Heft empfehlen. Coole Figur dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.